Hallo liebe Rabauken, ich bin Markus und ich lese heute für euch ein neues Kapitel aus dem Buch Entscheidung am Millerntor. Viel Spaß! Kapitel 18. Es läuft wieder. Jetzt gab ihnen der Schiedsrichter ein Zeichen und sie stellten sich auf. Emre, Nick und Kalle setzten freiwillig als Erste aus. Damit wir am Ende alles wieder rausreißen können, sagte Emre grinsend. Fiete, du gehst spätestens nach 10 Minuten raus, wie besprochen, ja? Rief Nick seinem Bruder hinterher. Fiete hielt den Daumen hoch. Ove betrachtete zum ersten Mal ihre neuen Gegner. Der Name Raketenkicker passte. Die sahen wirklich so aus, als hätten sie Feuer unterm Hintern. Einer der Spieler kam ihm bekannt vor und er guckte auch so komisch in Oves Richtung. Ach ja, das war der Junge, den Ove auf der Toilette überrascht hatte. Ups, wie peinlich. Der Schiedsrichter pfiff. Die Raketenkicker hatten Anstoß. Sie waren verdammt schnell und spielten mit langen Pässen sofort weit nach vorne. Ella und Jasmin griffen an, aber der Ball kam schon gefährlich nah an Lillys Tor. Doch gerade als einer der Raketenkicker weit ausholte, raste Fiete von der Seite heran und kickte ihm den Ball vom Fuß. Jasmin stand genau richtig, dribbelte einen Raketenkicker aus und passte zu Ella. Ove und Rasmus liefen nach vorne. Ella spielte Ove den Ball zu, der tunnelte einen Abwehrspieler der Raketenkicker und traf direkt ins Tor. »Ja«, jubelten die Rabauken. Die Raketenkicker fluchten. »Pass auch auf den Zwerg auf«, rief der Stürmer, dem Fiete den Ball abgenommen hatte. Fiete, der das gehört hatte, grinste wieder so breit, dass man bestimmt im ganzen Stadion seine Zahnlücke sehen konnte. Das Lachen verging mir allerdings, als die Raketenkicker kurz darauf den Ausgleich erzielten. Jetzt ging es schnell hin und her und nach ein paar Minuten lief Fiete schwer atmend vom Spielfeld. Emre kam für ihn rein und stürzte sich mit frischer Kraft ins Spiel. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ein Foul gegen Rasmus ab und ihre Rabauken bekamen einen Strafstoß. Die Raketenkicker protestierten lautstark, aber Emre freute sich diebisch. »Mit Glück gibt das noch ein Tor«, rief er Ove zu. Da kam Rasmus zu ihnen. »Das war kein Foul«, sagte er leise. »Ich bin einfach blöd gestolpert. Das muss ich dem Schiedsrichter doch sagen, oder?« »So ein Mist«, fluchte Emre. Er sah Ove an. »Ja, sag es ihm.« Ove nickte und sie trabten zusammen zum Schiedsrichter. »Ich muss Ihnen was sagen«, sagte Rasmus. »Ich bin gerade bloß gestolpert. Der da hatte nichts damit zu tun.« Er zeigte auf den Jungen vom Klo, der sie erstaunt anschaute und dann zufrieden grinste. »Sag ich doch die ganze Zeit schon.« Der Schiedsrichter zog die Augenbrauen hoch. »Wirklich nicht? Das sah ganz so aus, aber wenn du es sagst...« Er pfiff noch einmal. »Kein Foul, kein Strafstoß. Stattdessen haben die Raketenkicker Einwurf«, rief er laut. Der Junge vom Klo brachte den Ball wieder ins Spiel. Die Raketenkicker gaben richtig Gas und schossen kurz darauf aufs Tor. Doch diesmal kam sie nicht an Lilly vorbei. Sie sprang genau im richtigen Moment und schnappte sich den Ball. Etwas war anders als in ihrem ersten Match. Die Raketenkicker waren verflixt schnell und angriffslustig. Aber beim schnellen Passspiel der Rabauken klappte einfach alles. Sie schienen immer schon zu wissen, wo ihre Mitspieler hinlaufen würden. Die Stimmung in der Mannschaft war einfach gut. Ella spielte Ove häufig an und Ove lief zur Höchstform auf. Kurz hintereinander erzielten die Rabauken 2 weitere Tore. Allmählich ging den Raketenkickern das Feuer unterm Hintern aus. In der 2. Halbzeit hatte Kalle im Tor nicht mehr viel zu tun. Die Rabauken gewannen mit sensationellen 5:1 Toren. 3 davon hatte Ove erzielt. »Ahu«, heulte Ove zusammen mit den anderen, als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff. Fiete, Lilly und Ella, die in den letzten 5 Minuten auch auf der Ersatzbank gesessen hatten, rannten zu ihnen aufs Feld. Sie umarmten sich, sprangen über den Rasen und stießen noch ein paar Mal ihr Wolfsgeheul aus. Jetzt erst nahm Ove wahr, dass auf der Tribüne Beifall geklatscht wurde. Als er aufschaute, sah er seine Eltern und noch ein paar andere Erwachsene dort stehen und begeistert applaudieren. Er winkte seinen Eltern zu und auch ein paar der anderen Rabauken winkten jemandem. Plötzlich fiel Oves Blick auf eine kleine Gestalt weiter oben auf der Tribüne. Es war Tom. Wie lange er da wohl schon stand? Wie viel von dem Spiel hatte er noch gesehen? Als Tom bemerkte, dass Ove ihn entdeckt hatte, drehte er sich um und ging weg. »Hallo, alle mal herhören, bitte!« Ihr Betreuer stand am Spielfeldrand. Schnell lief Ove mit den anderen zu ihm. »Es sind noch nicht alle mit ihren Spielen durch. Das wird noch etwa 1/2 Stunde dauern«, sagte der junge Mann. »Danach ermitteln wir die Mannschaften, die morgen ins Halbfinale kommen. Die Namen geben wir über die Lautsprecher durch. Ihr könnt euch bis dahin auf die Tribüne setzen oder euch schon umziehen. Also dann, vielleicht bis morgen.« Damit ging ihr Betreuer zu einem der anderen Spielfelder hinüber. Ove lief zu seinen Eltern auf die Tribüne.
Ihr habt super gespielt, rief seine Mutter und umarmte ihn. Auch sein Vater klopfte ihm auf die Schulter. Ja, erstaunlich, was ihr so alles mit einem Ball anstellt. Das könnte ich nie. Uwe grinste. Wir hatten zuerst ein paar Probleme, aber die konnten wir lösen. Das zweite Spiel lief dann richtig gut. Er sah sich um. Ein paar Reihen weiter oben saßen Emres Bruder Enes und der Onkel mit dem Sammelheft. Emre und Ella standen bei ihnen und alle hörten Ella zu, die die Geschichte mit den geklauten Fußballschuhen erzählte. Emre schüttelte fassungslos den Kopf. Sein Bruder sah nachdenklich aus. Fiete saß auf dem Schoß einer jungen Frau in löchrigen Jeans und St. Pauli-Pulli und redete aufgeregt auf sie ein. Sie lachte und legte Nick, der neben ihr hockte, einen Arm um die Schultern. Uwe schaute mit seinen Eltern den letzten Spielen zu. Kurz darauf pfiffen die Schiedsrichter auch diese Spiele ab. Jetzt wurden Tore gezählt. In Uwes Bauch kribbelte es wie verrückt. Er sah sich nach den anderen um. Emre und Ella kamen zu ihm nach vorne, die anderen folgten. Sie gingen alle zusammen zu ihren Taschen am Spielfeldrand hinunter und setzten sich auf den Rasen. Plötzlich tönte Glockengeläut aus den Lautsprechern, die ersten Klänge von Hell's Bells. Emre sprang sofort wieder auf die Füße und alle machten es ihm nach. Der erste Tag des Turniers ist vorbei. Wir vom FC St. Pauli sind begeistert über die vielen tollen Teams und Spiele, die wir heute gesehen haben. Auch wenn eure Mannschaft es nicht ins Halbfinale geschafft hat, möchten wir euch ermutigen, weiter Fußball zu spielen und im wahrsten Sinne des Wortes am Ball zu bleiben. Und diese vier Teams sehen wir morgen wieder. Uwe ballte seine Hände so fest zu Fäusten, dass die Nägel sich in seiner Haut bohrten. Neben ihm biss Emre sich auf die Unterlippe. Im Halbfinale der Altersklasse U12 stehen die Rasenmäher, die Superkicker, die Rabauken. Ja, schrie Emre und riss die Arme hoch. Alle schrien und jubelten lauthals, auch auf der Tribüne. Aber Uwe hörte trotzdem noch der Rest der Durchsage. Und die Warriors. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Kapiteln. Tschüss.